Manchmal ist es für den Zuschauer ein bisschen verwirrend, wenn zu viele Informationen aufs Mal eingeblendet werden. Sie beginnen dann zu lesen und verlieren vielleicht den Faden und hören dir zu wenig zu. Dann macht es Sinn, wenn man diese Informationen portionenweise einblendet mit sogenannten Animationen. Du findest den entsprechenden Reiter hier. Wenn ich jetzt diesen Rahmen auswähle, so habe ich verschiedene Möglichkeiten, diese Linien erscheinen zu lassen. Wie der Name sagt, wäre Erscheinen das Naheliegendste. Es gibt da verschiedene Effekte, die mehr oder weniger selbsterklärend sind. Man kann sie hineinfliegen lassen oder mit so Linien flimmernd erscheinen lassen, aus einer Form emportreten lassen. All das ist aus meiner Sicht völlig überflüssig. Erscheinen ist eigentlich das einzig Brauchbare bei Text. Wähle ich also, und jetzt werden wir gefragt, wie das geschehen soll. Du siehst hier, dieser Text wird dann linienweise oder zeilenweise eingeblendet. Und zwar bei Anzeigedauer kannst du einstellen, was dann das auslösen soll. Also bei jedem Klick soll eine neue Zeile erscheinen. Du könntest aber auch einstellen, dass das automatisch mit der vorherigen kommt und allenfalls mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung, dass also das einfach wie automatisch eingeblendet wird. Ich bevorzuge in diesem Fall klicken, dann kann ich selber bestimmen, wann die nächste Information dazu kommen soll. Dann haben wir die Effektoptionen. Hier könntest du einen Sound hinzufügen. Da warne ich davor, es könnte dann irgendwie ein Quietschen oder ein Bremsgeräusch eines Autos sein. Das finden manche Leute lustig. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen peinlich und vor allem lenkt es einfach ab vom Vortrag. Ja, probieren wir es gleich mal aus. Ich lasse diese Präsentation mal abspielen und mit der Pfeiltaste siehst du, wird jetzt eine Zeile um die andere eingeblendet und das ist sehr praktisch, um eben die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer etwas zu lenken. Dasselbe müssen wir jetzt noch mit der zweiten Aufzählung machen, wiederum den Rahmen auswählen und hier in der Animation Erscheinen auswählen und kontrollieren. Es sieht gut aus, all diese Zeilen werden hintereinander abgespielt. Animationen kann man selbstverständlich auch für Bilder brauchen. Hier will ich, dass die Bilder hintereinander abgespielt werden. Zunächst natürlich das linke Bild. Statt Erscheinen ist jetzt hier auch sogenannt Verblassen. Das wäre also Einblenden möglich. Man sieht gerade, wie das ausschaut. Können wir vielleicht sogar etwas langsamer machen? Vielleicht eine Sekunde. Und anschließend das zweite, wiederum verblassen. Und übrigens, diese Reihenfolge kannst du natürlich auch ändern. In diesem Fall käme zuerst das rechte und dann das linke. Macht allerdings wenig Sinn. Einfach mit Drag and Drop kann man die Reihenfolge der verschiedenen Inhaltselemente noch anpassen. Und auch das zweite soll etwas länger eingeblendet werden. Auch hier ein Test. Das erste und dann das zweite.